Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte, nachdem der heute im Shop ist, euch mal den WZ-111.5 Alpha zeigen. Ich hole mir gerade mal die Container, Moment. 20.000 Gold oder 22.500 Gold, extrem teuer. Ist sehr, sehr teuer. Was kriegt ihr dafür? Ich nehme mal ganz kurz die chinesischen Heavies. Ja, ihr kriegt im Endeffekt einen schlechteren WZ-113. Mit mehr Alpha. Ganz, ganz kurz gesagt. So, was habt ihr? Bisschen eine trollige Oberwanne, aber auch nicht stark. Zwei riesen Cupolas. Und eine Unterplatte, die extrem schwach ist. Ja, Seitenpanzerung, ich weiß es jetzt gar nicht. Schauen wir mal rein. 120 Seitenpanzerung. Ist okay. Kanone ist trollig, hat nur 2400 DPM. Dafür sehr, sehr gute Pen-Werte. Ich glaube, ich habe ja Pen-Boost. Damit die auch überall durchkommen. Also mit Pen-Boost kommt er überall durch, dann ist die HI auch brauchbar. Ohne Pen-Boost sieht das Ganze halt yikes aus. 2600 DPM, dafür 260 Pen auf der AP. Was nicht sehr, sehr viel ist, um ehrlich zu sein. Deswegen fahre ich den Ganzen auch mit Pen-Boost. Boah, sonst Kanone sehr trollig, Beweglichkeit ist nicht so geil. Ich war hier 20 AP, 15 Heat, 5 HE. Ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Ja, ansonsten, ihr müsst sehr vorsichtig mit dem spielen. Also er ist sehr, sehr, sehr easy zu penetrieren. Sehr, sehr leicht runterzuschießen und das müsst ihr halt immer in Betracht halten. Ich fahre jetzt hier mal in die Mitte. Vielleicht können wir da den Vickers und den Shell ein bisschen ärgern. Ja, und sonst, ich sehe schon Mobilität. Nicht gerade so der Freund von ihm. Ah ja, dem den Stein da weggemacht. Nice. Danke, Wargaming. Seht schon, ne? Ihr seid zwar gut flott unterwegs, aber auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, ist in Relation dazu in Ordnung. Und die Kanone ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, geile Kanone. Ah, nice, schöne HI setzen können. Platz der Erste. Ja, also gut gemacht, die Grille. Es war lucky. Unser Team pennt hier ein bisschen. Leute, ihr müsst da Gas geben. Grille hat. Ah, die Seite können wir overmatchen. Muss man jetzt bloß gleich mal drehen. Weil hinter uns ein Chieftain ist. Oh, das wird jetzt schwierig. Oh, den können wir auch mal eine geben. Also der Alpha ist schon gut. Darf man nicht vergessen. Aber es ist... Ja, das ist das Gold definitiv nicht wert. Ein bisschen Alpha. Nur die Tracks geschossen. Schauen wir mal. Oh, das war schlecht, da habe ich gepennt. Oh. Da hat jetzt ich gepennt. Aber ihr seht schon, sehr, sehr, sehr sluggish. Eigentlich gepennt, schade. Schade, schade, schade. Uiuiui, schlechter Schuss von mir. Muss jetzt da mal ranfahren. Den können wir noch mitnehmen. Da bleibt noch ein Schüsschen. Aber ich glaube, da gehen wir auch nichts mehr ab. Nee. So bergab an sich ist er extrem geil und schnell. Aber panzerungstechnisch halt extrem schwach, ne?
habe keine Sichtweite, es ist 3K, ist jetzt okay. Aber auch nichts, wo ich sage, mega, mega gut. Von dem her schauen wir mal in die nächste Runde rein. Ich spiele jetzt hier absichtlich Herrschaft, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben bei den Gefechten. Keine Herrschaft, sorry. So. Jetzt wird's interessant. Die Grillen werden wir nicht spotten können, wenn sie es gut spielen. Und sonst sind wir, ja, gut aufgestellt, würde ich sagen. Ich bin gerade am überlegen, was der noch für Stärken hat, aber mir fallen keine ein. Außer, dass er, nee. Also das Gold ist es definitiv nicht wert. Sturmpanzerung ist auch nicht so das Goldige bei dem. Könnte zwar Trollbouncer kriegen, aber es ist eher unwahrscheinlich. Ah, beide Grillen drüben ist schon mal so nice. Mal eine schöne Schüsschen setzen. Ein schönes Schüsschen. Na komm, fahr raus, Kollege. Jetzt mal kurz abwarten. Ich glaube, ich kann da ranfahren. An das Gegnerteam. Ganz kurz schauen, ob der Jagdi hier nochmal piekt. Aber wenn er piekt, dann will ich da keinen Schuss fressen. Macht er gut. Ja, aber so im Sidescrap kann man schon was bouncen. Also die Seite ist nicht schlecht. Aber seht schon, ne? Wie geht halt die DPM aus gegen den Jagdi? Ah, da kommt der Easy durch. Da kommen wir durch. Und keine Gun Depression. Oh, yeah, yeah. Oh, der ist auch raus, der Kollege. Nice. Oh, der letzte wird AFK, denke ich, mal hinten stehen. Da kriegen wir dann noch einen Schuss ab. Schauen wir mal, wie genau die Kanone ist. Nee. Keine Chance, ihn irgendwie zu beschädigen. Aber er fährt jetzt genau in den Weg der 50B. Keine Chance, schade. Ja, DPM-technisch, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Da kriegen wir noch ein Match, wo wir ein bisschen weniger offene Fläche haben, dann sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen besser. Was er denn kann, beziehungsweise was er eigentlich nicht kann. Jetzt nochmal eine offene Map, da ist er relativ gut sogar, weil war Mobilität zwar nicht die beste, aber für das reicht es dann doch noch. Was ich jetzt mal machen werde, ist, ich spiele mal aggressiv die Mitte an. Ich spiele jetzt hier wirklich mal aggressiv die Mitte, vielleicht sieht man ja dann mal, was er dann nicht kann. Sobald er mehr als ein Panzer, der mehr DPM hat als er, ist halt schwierig, ne? Ab da wird's halt dann richtig schwierig. So. Grille ist auch schon offen, nice. Macht's Team gut. Jetzt hier mal ganz, ganz vorsichtig spotten. Oh ja, moin. Der war knapp. War jetzt auch lucky, dass ich den getroffen habe, ganz ehrlich. Genauigkeit ist dann doch nicht dein Freund eigentlich. Ah, so Schüsse trefft ihr genau einmal in 10 Runden. Ah, Kinderwerfer schon wieder. Ich stelle mich mal hier so hin, dass ich hochkomme.
Den Schuss treffen wir auch noch. Gerade wir haben die Med-Seite verloren und unser Sheridan macht hier irgendwelche komischen Faxen. Wir treffen jetzt natürlich genau alle Schüsse, die wir sonst nicht treffen würden, treffen wir heute. Aber ihr seht schon, der Reload ist halt und den Pam-Boost braucht er unbedingt. Na komm, fahr nochmal hoch. Der fährt bestimmt nochmal hoch. Es steht halt 3-1, wir haben keine Map-Control leider. Ah ja, ja moin. So, und ab jetzt wird's schwierig. Ich glaube, man sieht jetzt ganz gut, was er kann. Da geht mir die Gun Depression wieder aus. Den nehmen wir noch mit. Ja, so easy werdet ihr halt durchschlagen, ne? Ich glaube, man hat es ganz gut gesehen. Also, Panzerung ist nicht wirklich so sein Freund. Die Kanone ist auch nicht so sein Freund. Jetzt mal vom Spieltechnischen her gibt's definitiv bessere Zehner. Auch gerade der Chieftain auf Tier 10, der macht halt vieles weg, ne? Unser Team spielt es aber auch gerade extrem schlecht. Schade. Schade, schade, schade. Aber man hat ganz gut gesehen, was er kann. Credits, naja, auch nicht so dolle. Und wenn er dann vergleicht, ihr habt hier 2,6 DPM mit ohne Pam-Boost und hier 3,2 mit Pam-Boost. Hier auch 6 Grad Gun Depression. Ich glaube bei ihm hier auch, ne? Sogar 7 Grad Gun Depression, aber das macht's nicht weg. Dafür seid ihr halt wesentlich besser aufgestellt bei dem anderen, ne? Beim 113er. Wenn's wieder im Angebot ist, dann nehmt lieber einen Chieftain. Das ist direkt ein Premium-Panzer und kein Collector, ne? Sprich, den zu nerven ist für Wargaming wesentlich schwieriger rein rechtlich. Und er macht auch bessere Credits, hat die bessere Munition, besseren Turm und. Wenn man es jetzt mal ganz kurz vergleicht, hier 2,9 DPM mit Pam-Boost. Auch klasse. Aim-Time fast nix, ne? Oh, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war lehrreich. Und dann sehen wir uns beim nächsten wieder, ne? Bis dann, tschüss.